Hallo, mein letztes Beauty-Video könnte schon ein bisschen länger her sein, ich bin mir nicht sicher. Ja, das ist mir irgendwie gerade aufgefallen und ich war die letzten Wochen wahrscheinlich einfach zu beschäftigt mit unserer Spring Challenge und ich wollte die unbedingt gut machen und motivierend machen und witzig machen und darüber habe ich alles andere so ein bisschen vergessen. Aber das ändert sich heute, denn heute will ich euch meine Favoriten für April vorstellen. Ich fange am besten mal an mit meiner Kategorie Pflege und da geht es gleich los mit einem kleinen, witzigen Utensil. Dieses kleine Ding habe ich mir auf Empfehlung einer Freundin gekauft. Das ist aus Gummi und ich meine, ich habe es im DM gekauft. Wer mich schon länger guckt, weiß, dass ich sehr empfindliche Haut habe. Ich habe so rote Flecken im Gesicht und sobald ich da irgendwie mit Peeling oder ein bisschen einem schärferen Produkt rangehe, werden diese roten Flecken immer mehr und es wird immer schwerer, die abzudecken. Aber es ist ja nichtsdestotrotz trotzdem nett für die Haut, mal gepeelt zu werden, damit die ganzen toten Hautschüppchen alle abgehen. Und ich habe mich bis jetzt noch nicht so richtig ans Peelen getraut, weil ich eben immer dann aussah wie ein Feuerwehrmann. Nein, wie ein Feuerwehrauto. Ja, für die Leute, die pink hassen, nein, es gibt keine andere Farbe. Ich habe auch gesucht. Dieses kleine Zauberteil ist so, so weich und hat zwei verschiedene Arten von Noppen. Die einen sind eher so rundlich am unteren Teil und dann haben wir welche, die sehen so ein bisschen aus wie von einer Zahnbürste vielleicht. Damit kann ich mir tatsächlich jeden zweiten Tag ungefähr ein bisschen die Haut peelen. Ich habe vor allen Dingen hier immer so sehr, sehr trockene Stellen und hier an der Stirn so ein bisschen. Und die kann ich damit wunderbar zart und sanft und geschmeidig machen, ohne damit rote Flecken zu provozieren. Das ist tatsächlich ziemlich, ziemlich cool. Und ich weiß ja, dass einige von euch mich gucken, die auch rote Flecken haben. Vielleicht ist das was für euch. Das Ding ist, glaube ich, von DM. Habe ich das schon gesagt? Bestimmt. Und ich glaube, es hat 1,79 gekostet oder weniger. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Auf jeden Fall war es nicht teuer und ich würde es mir jederzeit wieder kaufen, sollte das Ding hier mal den Geist aufgeben. Mein nächstes Produkt ist eine Bodylotion von Balea und zwar die Relax Bodylotion Atempause mit Ylang Ylang. Ich benutze ja am allerliebsten meine Baby-Bodylotion, die ich auch immer noch habe und immer noch benutze. Aber es ist doch immer mal ganz nett, was Neues auszuprobieren. Und bei der hat mich ja einfach der Geruch total angemacht, wollte ich gerade sagen. Aber ja, er hat mich angemacht. Das riecht total angenehm und nicht zu überparfümiert. Ich mag den Geruch sehr, sehr gerne. Wie ihr wahrscheinlich wisst, gehe ich ungefähr jeden zweiten Tag joggen und danach gehe ich natürlich duschen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich vom Joggen komme, dann will ich nichts mehr sehen und hören. Ich will meine Ruhe haben und die wenigste Lust habe ich dann, mich einzucremen. Und von daher ist diese Konsistenz von der Bodylotion super angenehm. Die ist schön dünnflüssig, die lässt sich super schnell auftragen, hat dafür einen sehr netten Pflegeeffekt. Und ja, wie gesagt, ich stehe auf den Geruch. Oh. Mein nächstes Produkt ist ein Haaröl und zwar das Oil Repair Haaröl von Balea mit Arganöl. Ich habe vorher gerne das Haaröl benutzt, auch von Balea, glaube ich, mit diesem orangen Deckelchen, was bei den Lockenprodukten steht. Und das mochte ich eine Zeit lang ziemlich gerne, bis mir aufgefallen ist, dass das nicht wirklich nachhaltig pflegt. Weil immer, wenn man das ausgewaschen hat, hat man gemerkt, dass die Haare trotzdem sich kaputt und ungesund angefühlt haben. Hier drin habt ihr Sonnenblumenöl und Arganöl steht hinten drauf und ich bin so glücklich, dass ich das mitgenommen habe, obwohl ich sehr, sehr skeptisch war aufgrund meiner Erfahrung mit dem anderen Haaröl. Aber dieses hier ist um Längen besser. Ich liebe dieses Haaröl. Mal abgesehen vom Geruch, den mag ich nicht so gerne. Nee. Aber die Pflege ist wirklich toll. Ich benutze das eigentlich grundsätzlich nach dem Haarewaschen, mache ich mir das so ein bisschen in die Spitzen, da wo es eben am trockensten ist. Ich glaube, jeder, der so ein bisschen Wellen oder Locken an den Haaren hat, weiß, wovon ich rede. Diese furchtbar trockenen Haare, die man ganz schnell bekommt. Und dagegen hilft das super. Und einmal die Woche benutze ich das als Haarkur. Ich mache mir das einfach komplett in die Haare und lasse es einwirken. Ich mache mir meistens so einen Knödel auf den Kopf. Und lass es einwirken, solange es eben geht. Und das tut meinen Haaren total gut. Und ich bin sehr glücklich, dass ich es habe. Und wenn ihr es noch nicht ausprobiert habt und trockene Haare habt oder was braucht, das einfach die Haare sehr gut pflegt. Mein nächstes und letztes Pflegeprodukt ist meine Zahncreme. Und zwar benutze ich die Sensodyne Pro Schmelz Zahncreme für empfindliche Zähne, glaube ich, ne? Zur Zahnschmelzhärtung, zur schonenden Pflege und gegen Zahnschmerzempfindlichkeit. Rot ist ein schönes Wort. Ja, ich habe sehr, sehr schmerzempfindliche Zähne und meine Zahnärztin sagt, ich habe einen sehr, sehr weichen Zahnschmelz. Von daher muss ich grundsätzlich ein bisschen was dafür tun, dass meine Zähne nicht verschwinden. Das ist Quatsch.
dass meine Zähne gehärtet werden, der Zahnschmelz irgendwie widerstandskräftiger ist und damit funktioniert das wunderbar. Wenn ihr Probleme mit schmerzempfindlichen Zähnen habt, solltet ihr diese Zahncreme unbedingt mal ausprobieren. Ich weiß, dass für einige der Geschmack ein bisschen befremdlich ist, weil sie einfach nicht so richtig mentholig ist, wie so typische Zahncremes sind. Aber man hat tatsächlich das Gefühl nach dem Putzen, es ist was drauf geputzt auf die Zähne. Ja, was soll ich sonst noch dazu sagen? Die ist super. Also wenn ihr nach einer guten Zahncreme sucht und euch mal was Gutes tun wollt, weil ich glaube, es ist nicht die günstigste Zahncreme, die man sich so kaufen kann, dann kann ich die empfehlen. Es geht weiter mit dekorativer Kosmetik und meiner Foundation. Ich benutze diese hier und zwar ist das die von Max Factor, das Soft Resistant Make-up in der Farbe 1 Light. Ich liebe diese Foundation. Ich habe zwischendurch immer mal wieder andere Sachen ausprobiert, weil Leute sie empfohlen haben oder weil ich selbst irgendwie daran interessiert war, weil ich einfach komplizierte Haut habe und es nicht ganz leicht ist, diese roten Flecken abzudecken. Aber ich komme immer wieder zu dieser zurück. Sie ist wunderbar hell, die Farbe ist super, das deckt schön ab, das hat eine sehr hohe Deckkraft und man kann es auch schön übereinander schichten, wenn man das gerne möchte. Und was eben wirklich ein großer Punkt ist für mich, wenn man sich nämlich so zukleistert, wie ich es teilweise tue, ist es super unangenehm, wenn man dann an seinen Schals oder an seinen Jacken ständig diese Make-up-Ränder hat, um Leute noch mehr darauf aufmerksam zu machen, dass man irgendwas im Gesicht hat, was irgendwie, keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Dieses Make-up färbt nicht ab und ich bin so glücklich, dass ich es habe und ja, wer es noch nicht ausprobiert hat und nach was Gutem sucht, guckt euch unbedingt mal in der Drogerie dieses Make-up an. Weiter geht es mit meinem Balea Young Soft and Clear mattierendem Kompaktpuder mit Salicylsäure. Leute, ehrlich mal, der Name ist gemein. Das ist dieses hier von Balea in der Farbe 01 Natural. Und jetzt werdet ihr euch wahrscheinlich fragen, warum ich, geisteskranke Kuh, mir diese Farbe rausgesucht habe, weil, ja, wie sage ich es jetzt nett, diese Farbe ist eindeutig nicht mein Hautton. Aber ich benutze sie auch nicht als Puder fürs ganze Gesicht, sondern als Bronzer. Als Konturierpuder. Ich habe vorher benutzt von Essence das Bronzing Kompaktpuder Matt in der Farbe 02 Love to be Mad. Und im Vergleich, ich kann euch das ja mal nebeneinander halten, im Vergleich ist das hier wirklich sehr orange. Das hat mich ganz, ganz lange gar nicht gestört und gerade so für die Sommermonate letztes Jahr war das super und auch im Herbst habe ich das sehr, sehr viel getragen. Aber durch den Winter durch, als ich immer blasser wurde, habe ich irgendwie gedacht, das sieht seltsam aus und wenn man da nicht aufpasst, hat man ganz schnell so ein Balken da im Gesicht, was ich furchtbar finde. Deswegen habe ich nach einer Lösung gesucht, die so ein bisschen natürlicher ist und das ist hier meine Lösung. Das habe ich den ganzen April durch benutzt, weil es wirklich eine sehr, sehr schöne Farbe ist. Für viele von euch wird es da draußen wird es wahrscheinlich nicht funktionieren, weil ihr einfach dunklere Hauttypen seid. Aber wenn ihr hell seid und vielleicht auch gerade anfangt mit dem Konturieren, ist es irgendwie ganz nett, wenn man was hat, was nicht so Kravum-Bam im Gesicht ist. Man kann hier nicht so allzu viel falsch machen. Es sieht schön natürlich aus, man kann es übereinander lagern. Je mehr man macht, desto besser sieht man es. Aber man kommt selten an den Punkt, wo man denkt, oh krass, du hast einen Balken im Gesicht. Also dieses Zeug kann ich wirklich empfehlen. Die Konsistenz ist angenehm, es bleibt, wo es sein soll und ja, ich mag das. Mein nächster Favorit ist ein Lidschatten von Catrice und zwar ist das dieser hier. Achso, ich blende euch. Dieser hier, das ist die Farbe 080 Go Charlie Brown. Ein wunderschöner, komplett matter Braunton. Yes! Ich benutze den für fast alles. Vor allen Dingen habe ich angefangen, ihn zu benutzen für meine Augenbrauen, um die nachzuzeichnen und so ein bisschen in Form zu bringen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber ich habe eigentlich relativ blondes Haar und färbe mir meine Haare halt braun seit Hunderten von Jahren. Und damit das einfach natürlicher aussieht, ist es besser, wenn man die Augenbrauenfarbe anpasst. Und das gelingt mir damit wunderbar. Ich liebe diesen Braunton. Genauso gut kann man den aber auch im äußeren Augenwinkel verwenden oder einfach hier in der Lidfalte so ein bisschen zum Ausschmucken. Und auf jeden Fall ist das ein schöner Ton für Leute mit blauen und braunen Augen. Mein nächstes Produkt ist ein Lip Liner von Kiko und zwar dieser hier in der Farbe 201. Einen Namen kann ich euch leider nicht sagen. Dieser Ton kommt meiner natürlichen Lippenfarbe sehr, sehr nah. Aber es ist so ein leichter, ganz leichter Braunton mit drin, aber wirklich nur sehr, sehr leicht, keine Panik. Ich liebe diese Farbe einfach für den Alltag. Im Alltag trage ich persönlich sehr, sehr ungerne Lippenstifte, weil ich wahrscheinlich einfach unfähig bin, sie aufzutragen, so dass sie da bleiben, wo sie hin sollen. Sie verlaufen mir, ich habe sie meistens unter der Nase oder ich sehe aus wie ein Clown.
Und das passiert mir mit Liplinern eben nicht. Von daher trage ich die für den Alltag viel, viel lieber auf, gerade wenn ich so ein bisschen mehr Farbe im Gesicht möchte, aber trotzdem nicht angemalt aussehen will, wenn ihr versteht, was ich meine. Dafür kann ich den sehr empfehlen. Die Farbe ist wunderschön. Und wenn ihr die Gelegenheit habt, solltet ihr euch die auf jeden Fall mal angucken. Mein nächstes Produkt ist absolut keine Überraschung. Es ist eine Revlon Lip Butter. Und zwar ist das hier die Farbe 025 Peach Parfait. Ihr wisst ja, dass ich mir in Irland die Farbe, ich glaube 050 Berry Smoothie gekauft habe. Ein wunderschöner Bärenton, den ich sehr, sehr gerne getragen habe. Aber jetzt, wo es ein bisschen wärmer wird und so ein bisschen Frühling und Sommer vor der Tür stehen, gefällt mir der Ton fast noch besser. Er ist einfach heller, er ist auch sehr, sehr natürlich, aber man muss wissen, dass da ziemlich viele und für meinen Geschmack auch ziemlich große Glitzerpartikel sind. Ich persönlich dachte immer, mir gefällt sowas nicht, aber so auf den Lippen finde ich den tatsächlich sehr, sehr schön. Gerade wenn die Sonne so rauf scheint und ja, also ein sehr, sehr schöner Ton, den ich sehr viel getragen habe. Ich bin sowieso irgendwie ein großer Fan von diesen Lip Butters, weil die einfach so schön pflegend sind. Die haben genug Farbe, dass man irgendwie ein bisschen was auf den Lippen hat und ein bisschen frischer aussieht, aber nicht zu viel, dass ich mir, wie gesagt, wieder Gedanken machen muss, wo mir die ganze Farbe hingelaufen ist. Also, wenn ihr die Hände rankriegen könnt an eine Lip Butter, empfehle ich euch entweder die Peach Parfait oder Berry Smoothie. Die sind beide sehr, sehr schön. Und wie gesagt, im April war das hier mein Favorit. Kommen wir zu meinem liebsten Pinsel diesen Monat. Der steht eigentlich stellvertretend für alle Pinsel, die ich von dieser Serie habe, ganze 3 Stück. Und zwar sind das die Real Techniques Pinsel, die ich super, super toll finde. Wiederentdeckt diesen Monat habe ich den Setting Brush, den ich sehr, sehr lieben gelernt habe. Ihr wisst ja aus meiner Foundation-Routine, dass ich meinen Concealer mit dem Ringfinger aufgetragen habe und das habe ich auch sehr gerne so gemacht, weil es einfach schön sanft ist am Auge und ich dachte immer, wenn man da mit einem Pinsel rangeht, ist das einfach zu grob. Aber mir ist eben aufgefallen, dass ich mit dem Auftupfen mit dem Ringfinger sehr viel Produkt wieder mitnehme und dass die Deckkraft einfach nicht so groß ist. Und gerade so für Tage, wo man weniger geschlafen hat und einfach größere Augenringe hat, dunklere Augenringe, ist es netter, wenn man ein bisschen mehr Abdeckung hat. Und dafür benutze ich jetzt immer diesen Pinsel. Der ist total weich, der ist sehr sanft zum Auge, weil man genau in den Spiegel guckt dabei. Man sieht auch, dass er nicht an der Haut rumdrückt oder rumzieht. Der verblendet einfach ganz sanft den Concealer unterm Auge und ich finde ihn sehr, sehr schön. Aber wie gesagt, der steht stellvertretend für alle meine 3 Real Techniques Pinsel, die ich alle benutze in meiner täglichen Foundation-Routine. Ich liebe sie alle sehr. Wenn ihr irgendwie eure Hand rankriegt an diese Pinsel, kann ich euch das sehr empfehlen. Die sind jetzt alle dreckig, weil ich sie benutzt habe. Aber gerade diese 3, die ich habe, kann ich wirklich empfehlen. Ich weiß natürlich nicht, wie alle anderen Real Techniques Pinsel sind, aber diese 3 sind super. Kommen wir zu meinem letzten Lieblingsprodukt für den Monat April. Und eigentlich ist das eine große Lüge, weil ich dieses Produkt nicht nur im April besonders schön fand, sondern eigentlich auch schon Ewigkeiten und immer. Und zwar ist das mein Parfum. Ich benutze Parfum. Ich benutze von L'Air das Rocking Romance Parfum und ich liebe den Geruch. Ich liebe, liebe, liebe den Geruch. Ich glaube, ich benutze ihn, seit ich 16 bin oder so. Ich bin ein großer Freund davon, wenn man einen Geruch einer bestimmten Person zuordnen kann. Ich liebe das, wenn eine Freundin von mir sagt, oh, dein Schal riecht nach dir, einfach weil das Parfum dran zu riechen ist. Das kommt von der, ich bin ganz schlecht im Beschreiben von Düften, aber das ist relativ blumig. Aber nicht zu sehr, es ist blumig herb. Gibt es sowas? Wirklich, ich bin ganz schlecht im Beschreiben von Gerüchen. Aber es haben mir schon viele Leute gesagt, dass das dem Geruch von Dolce & Gabbana, dem blauen, glaube ich, sehr, sehr ähnlich ist. Und der Preisunterschied ist der Knaller. Ich weiß nicht, wer sich mit LR-Kosmetik von euch auskennt oder mit LR-Parfums. Die kriegt man ja einmal nur online oder eben über einen Menschen, der dieses privat verkauft. Und ich glaube, ich bezahle immer so 25 Euro für mein Parfum und ich liebe, liebe, liebe es. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, mal RR-Parfums auszuprobieren, solltet ihr definitiv an dem hier riechen. Das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Geruch. So, das war's auch schon. Das waren meine Favoriten für den April. Ich hoffe, es war was für euch dabei und ihr habt vielleicht einen Tipp bekommen, was man noch so ausprobieren könnte. Oder ihr wurdet bestärkt in etwas, was ihr selber benutzt und genauso gut findet wie ich. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir gerne mal einen Kommentar da lassen, was so eure Favoriten sind von meinetwegen April oder auch den letzten Monaten, was euch so gut gefallen hat, weil ich sehr gerne neue Sachen ausprobiere und ich stehe auf Tipps. ja, logisch, sonst würde ich das hier wahrscheinlich nie machen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr Lust habt, lasst mir doch gerne mal ein Feedback da, damit ich weiß, ob ich weiterhin Monatsfavoriten machen sollte oder ob euch das überhaupt nicht interessiert. Und dann würde ich sagen, passt schön auf euch auf und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Tschüss. April Favorites, ein Ab...
eben gerne, dass die Spring Challenge. Das ist ein Ton, der mir mein Gehirn wegbläst. Das ist mein Wiederentdeckter von kleiner. Darum geht's doch gar nicht. Einen Aufsteller gefunden. Was mache ich denn hier? Ich hab sie nicht alle. Versteckte Nachrichten. Die Lippenfarbe sehr, sehr gleich, ähnlich. Ich hab irgendwie. Denn ich. Im Joggen immer noch ein bisschen wärmer ist. Wärmer. Wie auch immer. Dass man das Gefühl hat, ich putze da irgendwas rauf. Diese Bodylotion benutze ich eigentlich. Ich habe mehrere Sprachfehler, je nachdem, welchen ich mir gerade aussuche. Zu scharf ein Produkt rangehe. Schon, da ist gerade eine Taube gegen das Fenster gefahren. Gefahren. In ihren krassen Motorrad. Warum blinkst du? Achso. Sehe ich aus wie eine Feuerwehrkugel im Grunde. Eine Feuerwehrkugel? Was ist denn bitte eine Feuerwehrkugel? Also es gibt Sachen in meinem Kopf.